Grand Falloon Bus auf der Durchreise von Marburg nach Zagreb. Da geht sich noch schnell ein Konzertchen in Innsbruck aus. Yeah, I guess I'm the lyricist. Ich bin Lyriker dieser Band. Ich mache ganz verschiedene Texte. Meistens verarbeite ich die Eindrücke meiner Umgebung. Ich versuche so gut wie möglich unspezifisch zu bleiben, egal ob auf politischer oder auf anderer Ebene. Jeder ist doch politisch. Vielleicht können die Leute aus unseren Texten etwas anderes herausholen. Ich wünschte, Mainstream-Musik würde sich weiterentwickeln, damit man unseren Musikstil in Zukunft anders sieht. Das europäische und das amerikanische Publikum sind sich in vieler Hinsicht sehr ähnlich. In Europa erzielen wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit, weil wir aus der Fremde kommen und somit anders sind. Zu Hause fallen wir gar nicht auf. Die vier Freunde aus Amerika wissen schon einiges über unser Land. Schließlich touren sie schon zum fünften Mal durch Europa. Wir waren bereits in Salzburg und Innsbruck. Diese Orte sind wirklich faszinierend schön. Wir haben Salzburg besucht. Das ist doch der Ort, wo Mozart geboren wurde. Ich war wirklich froh, dort ein Fastfood-Restaurant zu sehen. Das war wirklich toll. Ich hatte nicht gedacht, dass auch andere Länder davon befallen sind. Ich lehne es ab, Dinge anzubeten, sei es nun Essen oder Musik. Und McDonald's ist für mich ein sehr schönes Symbol, das als Hassobjekt gesehen werden kann. Aber eigentlich, zu diesem Konzertabend, hätte dann doch ein Hamburger, ein paar Fritten und eine große Cola so schlecht auch wieder nicht gepasst.